Das war jetzt das Zeichen, dass die Glocken geläutet haben. Ich begrüße euch von Herzen für das heutige Webinar Vergebung reinen Herzens. Amen, Renate. Es ist schön, dass ihr gekommen seid. Denn gerade die Vergebung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema auf dem Weg zu sich selbst. Und so viele glauben, sie haben schon vergeben und haben es doch nicht gemacht, weil und wundern sich, dass es mit der Liebe und allem dem nicht so klappt, ja? Dass da immer noch Schuldgefühle sind, Traurigkeit, dass es einfach alles noch da ist. Deswegen möchte ich heute Abend mal darüber sprechen, was Vergebung wirklich ist. Ihr dürft gerne Fragen stellen und wie schon immer, jeder darf sich auch zu Wort melden. Da gibt es ja diese Zeichen, wo ihr euch melden könnt und ich kann denjenigen dann freischalten, dass er etwas sagen kann. Jetzt etwas Allgemeines zu der Vergebung. Bei der Vergebung geht es ja darum, all den Menschen zu vergeben, die einem wehgetan haben und sich selber auch dafür zu vergeben, dass man Menschen wehgetan hat. Doch viele glauben dann, wenn sie sagen, der hat mir zwar das angetan, doch ich vergebe ihn, dass dann Vergebung stattfinden würde. Dem ist jedoch nicht so. Denn wenn in der Vergebung eine Schuldzuschreibung ist, hebt sich die Vergebung auf. Deswegen ist es als allererstes wichtig zu erkennen, wieso überhaupt Vergebung stattfinden kann, aus welchem Grund heraus Vergebung stattfinden kann. Oder habe ich vergeben, aber vergesse nie, Michaela? Wie meinst du das jetzt? Ach so, jetzt verstehe ich. Genau. Man kann nicht vergeben und gleichzeitig sagen, vergessen werde ich das nicht. Das geht nicht. Dann ist ganz klar, dass da keine Vergebung stattgefunden hat. Jetzt habe ich es erfasst, Michaela. Da hast du vollkommen recht. Das hast du heute gelesen. Ja, ist halt oft so, Michaela, weil wir viele wirklich gar nicht wissen, was Vergebung überhaupt bedeutet. Auch so findet keine Vergebung statt. Ja, Dagmar, wenn du den Menschen eine neue Chance gibst, dann gibst du dir ja gleichzeitig auch eine neue Chance dahingehend, jedem Menschen zu vergeben. Wenn du einem Menschen böse bist, bist du gleichzeitig auch auf dich böse. Weil jeder Mensch ist ja das empfindlichste Selbst, das du selber auch bist. Und das möchte ich gerne noch erörtern, aus welchem Erkennen heraus die wahre Vergebung stattfindet. Wie gesagt, wenn Fragen dazu sind, stellt sie einfach im Chat. Ich beantworte sie und gehe darauf ein. Die wahre Vergebung findet alleine aus der Erkenntnis heraus statt, dass da niemand ist, der eine Schuld hat. Dann kann wahre Vergebung sein. Wenn man Menschen ansieht und hat immer noch ein Empfinden dahingehend, dass man sich als Opfer dieses Menschen fühlt und ihm damit eine Schuld zuteilt. Dann aber sagt, ich vergebe ihm. Und dieses Empfinden ist aber nach wie vor da. Wird sich die Vergebung nicht erfüllen. Genauso, wenn du dich noch für etwas schuldig fühlst und aus diesem Schuldgefühl heraus dir vergibst, wird die Vergebung nicht stattfinden, weil sich die Vergebung damit gleichzeitig aufhebt, wie ich das vorhin schon erwähnte. Um nun zu erkennen, dass kein Mensch in dieser Welt eine Schuld hat, genauso wenig wie du selber, ist es wichtig, sich selbst kennenzulernen und zu erkennen, aus welchen Programmen und Konditionierungen reagiert wird.
ist es wichtig zu sehen, wieso all das, was in dir vorgeht, überhaupt in dir vorgeht. Dass es eben aus all dem, was in der Kindheit geschehen ist, dass du auch genau daraus, daraus handelst und eben aus diesen Programmen heraus, die in dich hineingepflanzt wurden, von Kind auf. Und wenn man sich selber anschaut und immer mehr erkennt, dass man so oft völlig unbewusst handelt, einfach aus dem Impuls heraus, dass Dinge einfach geschehen, ohne dass man das in wirklich, ohne dass man das möchte. Es platzt einfach aus einem heraus. Dann kann man ganz deutlich erkennen, dass du keine Schuld hast an dem, was du machst, an dem, was du tust. Und einzig allein aus einer Angst heraus reagierst und handelst. Diese Angst, die man ganz bewusst in dir, die man in der Kindheit ganz, ganz klar gestärkt hat. Und diese Welt, so wie sie jetzt existiert, ist genau auf diese Angst aufgebaut. Und die Angst ist eine ganz, ganz grundlegende, ganz, ganz heftige Emotion. Sie ist genau das, was diese Welt, so wie sie jetzt ist, aussehen lässt. So wie sie ist. Genau, Michaela, dafür bist du ja da, um das zu erfassen. Und es geht nicht darum, jetzt dahin zu gehen und sagen, ich bin nur Licht und Liebe, sondern es geht darum, auch zu sehen, da ist auch noch der andere Teil in mir, der eben nicht Licht und Liebe ist. Genau, Michaela, diese Emotionen steigen einfach auf, ohne dass du überhaupt einen Willen dahingehend hast, dass du sagst, ich möchte jetzt, dass diese Emotion aufkommt, sondern sie kommt einfach. Genauso reagierst du ja wütend, ärgerlich oder zornig oder sagst Dinge, die du in Wirklichkeit gar nicht sagen möchtest und trotzdem kommen sie aus dir heraus. Und das ist das, wovon ich rede. Es geschieht einfach und du kannst gar nichts dafür. Um das jetzt abzumildern, ist es wichtig, eben genau das zu erkennen, ja, und in die Beobachtung von sich selbst gehen und in die Achtsamkeit. Genau, Michaela. Weil jemand einen Knopf drückt, der dich an etwas erinnert. Und genau das geschieht bei jedem Wesen da draußen, genauso wie bei dir. Und deswegen reagieren oft Menschen genauso wie du auch. Doch hier geht es in erster Linie erstmal um dich. Dich zu erkennen in dem, was in dir vorgeht, damit du dir von Herzen vergeben kannst und dich dennoch lieben kannst. Genau, Dagmar. Wenn du in einer Situation bist oder eine Situation entsteht, wo eben etwas dich innerlich gewaltig anrührt, sodass du dich ärgerst, geht das immer von dir aus. Nicht von dem, der diese Situation, wodurch diese Situation entstanden ist. Solange wie du bei dir bist und das nicht in dich hineinlässt, ja, wirst du dich immer wieder aufregen und ärgern. Doch wie du schon auch gesehen hast, du hast dich einfach geärgert. Du hast nicht gesagt, so, ich ärgere mich nicht, sondern du hast dich geärgert über Stunden. Und dann hast du bemerkt, halt, das tut mir nicht gut. Was machst du hier überhaupt? Und das war eine sehr gute Selbstreflexion zu erkennen, ja, dass du eben nicht bei dir warst und dass du dich nicht liebevoll behandelt hast. Und wenn man dann hingeht und sagt, es bringt dir doch gar nichts, wenn du dich darüber ärgerst. Daran kannst du an dieser Situation, die entstanden ist, ja gar nichts mehr ändern. Sie ist ja schon lange vorbei und trotzdem ärgerst du dich noch weiter. Und das tut dir innerlich ja gar nicht gut. Ja, schwierige Situation. Deine Freundin hätte da Rücksichtnahme machen müssen, ja, Rücksicht nehmen müssen.
Genau. Einfach nicht reinlassen sollen, hättest Nein sagen sollen. Das heißt, deine Freundin hat sich dem widersetzt, was du sagtest, und du hast sie trotzdem reingelassen. Und da einfach mal wirklich Nein zu sagen, das ist ein liebevoller Umgang mit sich. Und dass deine Katze im Sterben lag und du ihr das auch noch sagtest und sie trotzdem reingekommen ist, dass. Und das hat dich stundenlang geärgert, weil sie keine Rücksicht auf dich genommen hat. Wahrscheinlich hat aber deine Freundin nichts damit zu tun, sondern es kommt auch aus der Kindheit, wo keine Rücksicht auf dich genommen wurde. Und auch als Kind hast du dich oft getraut, etwas nicht zu sagen. Und genau diese Situation hast du auch da wieder erzeugt. Du hast dich nicht getraut, etwas zu sagen. Genau, man ärgert sich auch, wenn man nicht Nein sagen kann. Und wenn du jetzt siehst, dass deine Freundin gar keine Schuld hatte, sondern es an dir lag, du hättest wirklich Nein sagen sollen. Ja, dass es nicht an deiner Freundin lag, sondern an dir selber. Weil du nicht konsequent Nein gesagt hast. Da gibt es auch nichts zu vergeben, Dagmar. Gar nichts. Du hast diese Situation, so wie ich das sehe, sehr, sehr klar erkannt und dadurch hat sie sich dann aufgelöst. Und so kann man eben viele Situationen, in die man sich von sich aus hineinbegibt, weil man zum Beispiel nicht Nein sagen kann. Ja, nein, sag mal, dafür musst du dir nicht vergeben. Ja, dafür musst du dir nicht vergeben. Dir ist ja klar geworden, dass du dafür verantwortlich bist und damit löste sich ja die Situation schon auf. Der Ärger löste sich damit ja schon auf. Und das reichte. Du kannst ja gar nichts dafür, dass das so gekommen ist. Und schon mal gar nicht musst du zu. Es reicht, das zu erkennen, genau, Renate. Es reicht, das zu erkennen. Ja, und du hast ja gesehen, Dagmar, dadurch, dass du erkannt hast, was diese Situation ausgelöst hat, löste sie sich auch komplett auf und der Ärger ist verflogen. Und so geht das im Prinzip immer wieder ganz leicht. Und doch ist es ganz wichtig, auf diesem Weg zu sich selbst, um das Göttliche in sich zu aktivieren, eben in die Vergebung zu gehen. In die Vergebung, indem man sich anschaut. Ich kann das mal erklären, wie ich das gemacht habe mit der Vergebung. Das ist vielleicht am allerbesten, um das zu verstehen, worum es geht. Als ich auf diesem Weg war, habe ich ja angefangen, meine Kindheit anzuschauen. Und ich bin ja in einem Heim groß geworden und meine Mutter hat sich nicht um mich gekümmert. Einen Vater kannte ich gar nicht, aber das hat mir noch nie Probleme gemacht. Das war gar nicht schlimm. Aber meine Mutter, ja, sie hat sich nicht um mich gekümmert, ist ganz selten nur zu Besuch gekommen und sie hatte noch zwei Söhne bekommen. Und sind bei ihr zu Hause auch, bei ihr aufgewachsen. Und dann habe ich angefangen, ihr Schuld zuzuweisen. Und ihr war sehr, sehr ärgerlich und wütend über sie, weil sie sich nicht mehr um mich gekümmert hat, all die Jahre, wo ich Kind war. Und dann habe ich mir sie aber weiter betrachtet, habe ihr all das angeschaut, was so gewesen ist in den Jahren. Und mit 16 Jahren habe ich sie besucht. Und gesehen, wie sie damals wohnte. Und
Nach und nach wurde mir klar, dass meine Mutter gar nicht anders sein konnte, wie sie gewesen ist, weil sie eben nicht die Stärke hatte mit all dem, was sie gemacht hat, mit all dem. Also ich sagte damals, irgendwie war meine Mutter gar nicht wirklich lebenstüchtig. Ja, sie ist immer wieder, hat immer wieder dieselben Dinge gemacht, hat sich Männer geholt, die alkoholabhängig waren. Und trotzdem hat sie Kinder um Kinder bekommen. Und dadurch, dass sie selbst sich gar nicht um sich selber kümmern konnte, konnte sie sich gar nicht um uns kümmern. Und so konnte ich erkennen, dass meine Mutter nicht wirklich eine Schuld hatte. Und ich konnte ihr vergeben. Und genauso habe ich all das angeschaut, was mir auf dieser Erde bis jetzt geschehen war, bis zu dem Augenblick, wo Menschen mich verletzt haben, mir wehgetan haben, nichts mehr von mir wissen wollten. Und dann habe ich mich angeschaut und habe gesehen, dass auch ich Dinge gemacht habe, die nicht Liebe sind. Und ich habe aber festgestellt, dass ich nie der Mensch sein durfte, der ich sein wollte, weil irgendwie hat mich immer etwas daran gehindert, das zu sein, was ich sein wollte. Und ich habe mich immer tiefer angeschaut und konnte erkennen, dass ich einfach, egal was ich gemacht habe, zu jedem Augenblick gar nicht anders handeln konnte, wie ich gehandelt habe. Weil es einfach nicht anders ging aus dem Ganzen, was ich gelernt habe. Und dann habe ich mir wieder die Erde, die Welt angeschaut, die Menschen in ihr und habe erkannt, denen geht es ja gar nicht anders wie mir auch. Ja? Auch sie können gar nicht anders handeln, wie sie handeln. Sie können gar nicht anders entscheiden, wie sie entscheiden. Denn jeder kann nur in dem Augenblick so entscheiden, wie überhaupt in der Lage ist zu entscheiden. Und ich habe immer mehr erkannt, dass wir ja all das, was hier stattfindet, wir bekommen das ja von klein auf beigebracht. Und jeder glaubt daran. Und so konnte ich immer mehr erkennen, dass egal was auf dieser Erde geschieht, ja, dass da keiner eine Schuld hat, weil wir das alles beigebracht bekommen. Und je nachdem, wo wir aufwachsen, in welchem Umfeld wir aufwachsen, sind viele Dinge eben einfach vorprogrammiert. Und je tiefer ich da schaute, umso mehr ich schaute, ja, umso mehr konnte ich erkennen, weder ich noch irgendjemand anders hat eine Schuld an dem, wie er ist. Und aus diesem Erkennen heraus, nur aus diesem Erkennen heraus, da ist niemand eine Schuld. Da hat niemand, der eine Schuld hat, ja, findet Vergebung statt. Ja, aus diesem Erkennen heraus. Und diese Vergebung findet dann statt, auch wenn man nichts dafür erwartet zu bekommen. Wenn man also jetzt hingeht, viele wissen ja, worum es hier auf diesem Weg geht. Wenn jemand jetzt hingeht und sagt, ich muss vergeben, damit ich da und da hinkomme, findet Vergebung nicht statt. Und Vergebung reinen Herzen bedeutet, aus der Schuld heraus, aus dem Erkennen heraus, dass da niemand ist, der eine Schuld hat. Und ohne etwas dafür zu erwarten oder dass ein Wunsch dahinter steckt, dass sich dann irgendetwas erfüllt. Nur dann findet die wahre Vergebung statt. Sobald da irgendetwas dahinter steckt. Wie gesagt, ein Wunsch oder eine Erwartung kann Vergebung nicht sein. Das ist es ja, Dagmar. Auch wenn du gedacht hast, dein Vater wäre so ungerecht dir gegenüber gewesen, ja? Konnte er doch nichts dafür, so wie er war. Und wenn du deinen Vater richtig anschaust, er konnte ja nur das an dich weitergeben, was er selbst auch erfahren und erlebt hat. Und natürlich liebst du deinen Vater, egal was du für ihn empfunden hast. Ganz tief in dir ist denn noch immer diese Liebe da gewesen, auch wenn du dich ungerecht behandelt gefühlt hast. Und wie gesagt, auch dein Vater, deine Mutter, egal wer das ist, jeder Mensch, der auf dich zutritt, kann nur so sein, wie er in dem Augenblick ist. Weil er handelt ja genau wie du. Aus Programmen und Konditionierungen heraus reagiert er. Genau, Dagmar. Er konnte nicht anders handeln, weil er es nicht anders gelernt hat, wieso zu handeln. Und so, wie er das als Kind erfahren hat,
So hat er das an euch weitergegeben. Doch du hast jetzt die Möglichkeit, das zu unterbrechen. Über die Bewusstwerdung, dass eben all die Menschen da draußen genau aus dem heraus handeln, was ich Unbewusstheit nenne. Sie glauben ja daran. Alle glauben daran, sie machen das Richtige. Und in der Wirklichkeit sieht das auch so aus. Ja? Niemand kann irgendwas Falsches machen. Ja, genau. Aus der Angst heraus handeln sie. Und aus der Angst heraus, dass ihnen etwas geschieht oder dass sie zu wenig haben. All die Dinge da draußen geschehen genau daraus. Egal, was da geschieht. Ob das jetzt ein Raubüberfall ist, ein Mord ist, also so wie man die Dinge benennt, wie das geschieht. Und auch noch aus einem anderen Grund heraus, eben vieles auf der Suche nach Liebe. Die Liebe spielt da auch eine große Rolle. Und wenn man in diese Welt schaut, was hier als Liebe beschrieben wird, ja, Liebe wird hier gleichgesetzt mit Sexualität, mit Körperlichkeit. Ja, und alle auf der Suche sind nach genau dieser Liebe, geschehen eben Dinge, die nicht der Liebe entsprechen, weil eben ein falsches Verständnis von Liebe da ist. Kinder, die geschlagen wurden von ihren Eltern, unter dem Deckmantel der Liebe, ich mache das, weil ich dich liebe, glauben dann, Schläge sind Liebe. Und sie geben das genauso an ihre Kinder weiter. Oder sind ihren Ehefrauen oder Ehemännern gegenüber gewalttätig. Weil sie glauben, das ist Liebe. Und viele Eltern handeln ja im Sinne der Gesellschaft heraus, im Sinne der Gesellschaft, weil sie glauben, ihr Kind muss ja was werden, damit es in dieser Welt, Gesellschaft, in dieser Welt bestehen kann. Und für sie ist das Liebe, ihr Kind zu etwas zu zwingen oder diesem Zwang auszusetzen, weil sie das als Kind genauso erfahren haben und ihnen gesagt wurde, ich mache das alles nur für dich aus Liebe, damit aus dir etwas wird. Dass sie ihren Kindern damit einen großen Zwang antun und sie immer kleiner machen und ihnen gar nicht die Liebe geben können, die Kinder brauchen, das wissen sie einfach gar nicht. Genau. Genauso ist es, Dagmar. Der größte Teil der Beziehungen geht darauf hinaus, eben, wenn du nicht so handelst oder so bist, wie ich das möchte, dann liebe ich dich nicht. Und jeder möchte sein Gegenüber sich selbst gleich machen, damit er zu einem passt. Und das geschieht völlig unbewusst. Das ist den wenigsten klar, dass das geschieht. Weil es die ewige Suche nach Anerkennung, Zuwendung und Liebe ist. Und so geschehen halt eben oft Streitigkeiten innerhalb von Beziehungen, auch Gewalt zum Teil. Und aus dieser Gewalt und dieser Streit kommt rein aus der Hilflosigkeit, die man als Kind schon erfahren hat. Als Kind, wo man nicht anders, wo man gar nicht, wo man in dieser Hilflosigkeit war, weil man nicht wusste, was man machen sollte. Und man liebte doch seine Eltern und man wollte von ihnen geliebt werden. Und so hat man all das angenommen, was die Eltern einem sagten, weil einem keine Wahl blieb. Und das setzt sich unendlich fort, genau, Michaela. Und das geht in jeden Bereich hinein. Und genau das ist wichtig, sich anzuschauen, um in die Vergebung reinen Herzens zu kommen. Ja? Dass man wirklich ganz tief erkennen kann, dass da niemand ist, der eine Schuld hat. Und genauso wenig wie du selber auch. Und wenn du dich anschaust, ganz tief innen drin, all das anschaust, was du in dem, was man vergangen hat, was du alles gemacht hast, ohne dass es dir klar ist, ja, dass du genau das Muster, dass deine Eltern an dich weitergegeben haben, auch an deine Kinder weitergegeben hast. Und jetzt schau dir mal die vielen Bereiche an, wo Kinder aufwachsen. Kinder wachsen in Bereichen auf, wo sehr viel Gewalt herrscht, ja? Wo das geschieht, was man überall
Verbrechen nennt. Und für sie ist das eine völlige Normalität, das so zu machen, sich etwas zu nehmen, sich anzueignen, ja, und damit Gewalt anzuwenden. Und auch das, wenn man sich das anschaut, dass es hier auf der Erde eben Menschen gibt, die zu viel haben und andere gar nichts. Und doch jeder diese Existenzangst in sich hat, diese Angst um sich selbst, um diese Angst zu sterben, wenn man nicht genug hat. Und genau das ist ja auch, dass es auch von so wie die Gesellschaft aufgebaut ist, daraus entsteht, durch das Geldsystem, das hier herrscht, ja, geschieht genau das, dass Menschen sich eben Dinge aneignen, die ihnen angeblich nicht gehören, weil sie zu wenig haben oder weil sie mehr haben wollen, wie sie benötigen, weil sie es genau von klein auf beigebracht bekommen haben, immer dafür zu sorgen, dass sie genug haben. Und wenn es nicht in Form eines Berufes oder einer Arbeit geht, versuchen sie es eben auf andere Weise zu bekommen. Und auch diese Menschen haben keinerlei Schuld, ja, wenn sie das machen. Denn es ist dieses gesellschaftliche System, das wir uns hier auf der Erde aufgebaut haben und gegen das sich keiner wehrt. Denn in Wirklichkeit hat jeder hier auf der Erde das Recht, all das zu bekommen, was ihm zusteht. Ja, all das, was wir hier haben, steht jedem zu gleichen Anteilen zu. Und da das nicht jeder bekommt, geschieht genau das, was überall als Raubüberfall, als Banküberfall, als Diebstahl, was auch immer, ja. Selbst wenn ein Mord geschieht aus Eifersucht oder aus was auch immer, ja. Wenn zum Beispiel eine Beziehung war und der Mann geht oder die Frau geht, kommt auch in diesemjenigen, der verlassen wird, die Existenzangst hoch. In Form die Liebe. Ich bekomme keine Liebe mehr. Ja, genau, Marie. Und daran kannst du erkennen, dass das noch nicht vorhanden ist, wenn trotzdem immer noch Wut hochkommt. Ja, solange Ärger und Wut hochkommt, wenn da irgendetwas geschieht, kannst du es erkennen, dass da immer noch nicht die Erkenntnis ist, dass das keine Schuldigen gibt. Deswegen versuche ich das hier so ein bisschen auseinanderzunehmen, um dir das klar zu machen. Ja, und solange, ja, lass ihn einfach, Dagmar. Ja, lass ihn einfach. Es ist ein inneres Bedürfnis, genug Lebensmittel zu Hause haben. Hast du mal geforscht, ob er in seiner Kindheit Mangel erlitten hat? Oder es kann auch sein, dass das durchaus aus Vorinkarnationen geschehen ist. Ja, dass er da eben einen Mangel gelitten hat. Beziehungsweise dein Mann leidet an einem inneren Mangel und glaubt deswegen, immer genug an Lebensmitteln zu Hause zu haben zu müssen, ja. Das ist der innere Mangel, den dein Mann hat. Ja, siehst du? Siehst du? Ja, siehst du? Das hat er von übernommen, von seinen Opa und seiner Opa. Ja, von den beiden übernommen. Und wer einmal diese Extremphase, wie eben diesen Krieg mitgemacht hat und wirklich mal Hunger gelitten hat, der baut sich ein Muster auf, da kommt man nicht mehr gegen an. Und davon ist das genau, wovon ich spreche, dass sich da eben ein Programm, ein Muster aufgebaut hat. Und das haben dann seine Oma und seine Opa an ihn weitergegeben. Und er lebt dieses Muster jetzt. Und glaubt, er muss immer alles genug an Lebensmitteln zu Hause haben, falls etwas geschieht. Und ich würde sagen, sag mal, lass ihn einfach. Ja? Wenn du ihn jetzt zwingst, es nicht zu machen oder ihm was sagst, lass ihn einfach. Okay, wunderbar. Genau das. Ja? Denn wenn er glauben würde, er dürfte das nicht oder er sollte das nicht machen, dann fühlt er einen inneren Zwang und einen Druck und dieser Druck wird irgendwann explodieren. Deswegen ist es wirklich am besten, es einfach zu lassen. Ja, und natürlich, und Ängste tauchen auf, das ist ganz klar. Und diese Ängste kann man nur nach und nach auflösen. Und du wirst auch mit Sicherheit hin und wieder mal mit ihm so drüber ein bisschen sprechen, Dagmar. Das wäre auch für ihn ganz gut, wenn er immer mehr erkennen würde, aus welchem Muster er da handelt.
Ja. Dass man selbst dann nicht verhungern würde, wenn wirklich was käme. Also ich ginge hinaus in die Natur, da findet man genug zu essen. Man muss nicht an irgendetwas sterben, nur weil man nicht in einen Laden gehen kann, etwas zu kaufen. Ja. Ja, das mache ich auch. Ja. Ja, ich habe das mittlerweile auch ganz gut gelernt. Und es gibt so viele, was man draußen auch draußen essen kann. Also man muss nicht wirklich, auch wenn irgendwas geschehen sollte, muss man nicht wirklich Angst haben, dass man da verhungern würde oder so. Zumal wir Wesen sind, die sehr lange ohne Nahrung auskommen können und mit den kleinsten, mit wenig auskommen können sogar. Das, was wir heute hier verzehren und zu uns nehmen, das ist im Prinzip viel zu viel. Das brauchen wir alles gar nicht. Ja, man kann von viel weniger leben und existieren, wie allgemein gesagt wird. Und so schnell stellt sich kein Mangel ein. Und wenn man in seiner natürlichen Kraft ist, in der inneren Kraft, dann sowieso nicht. Ja, ich weiß. Es gibt so viel, was man draußen essen kann. Und dennoch geschieht ja all das genau aus dieser Angst heraus. Deswegen, es ist eben dieses gesellschaftliche System, das all das erzeugt, was hier auf der Erde geschieht. Und egal, was hier geschieht, geschieht es aus dieser Angst heraus, der Existenzangst. Und gerade die sehr viel Mangel in sich haben, häufen am meisten ihre Schätze an. Also wer jemand, der reich ist, hat einen riesigen, großen inneren Mangel. Ja, jemand, der glaubt, er müsste viel Geld haben, hat einen sehr, sehr großen Mangel in sich. Ja, vor allen Dingen nimmt es einem auch die Angst, wenn mal irgendwas kommen würde, dass man verhungern würde. Richtig, du hast ja uns beide. Genau. Jetzt kann man mal sehen, was alles dazugehört im Rahmen der Vergebung. Ja, dass es nicht darum geht, so zu sagen, ja, dieser Mensch, der hat mir das an das angetan, doch ich vergebe ihn, sondern dass es wirklich um ganz, ganz tiefe Erkenntnisse geht, sich alles anzuschauen, wieso das hier auf dieser Erde geschieht. Ja, in dem, was hier geschieht. Dass es eben alles aus einem inneren Mangel entsteht, den man als Kind aufbaut, diesen inneren Mangel. Und dieser innere Mangel hängt im übertragenen Sinne eben mit dem Mangel an Liebe zusammen. An Liebe und Vertrauen. Und eben Vertrauen, damit spreche ich hier das Urvertrauen an. Man muss das nicht, Dagmar. Aber ich tue es, weil ich diese Natur auch bin. In dem Moment, wo du anfängst, dich selbst bedingungslos zu lieben, wo du das kannst für dich, liebst du automatisch die Natur, die Welt und die Erde. Mir ist vollkommen bewusst, dass ich auch diese Erde bin. Und dadurch, dass ich mich bedingungslos liebe, liebe ich auch die Erde so, wie sie ist. Und die Erde ist für mich ein Wunder, so ein Wunder, wie ich das selbst auch bin. Und wie du das bist, ja. Jeder ist die ganze Schöpfung, ja. Jeder trägt sie in sich und ist in diesem Ganzen integriert. Und die Erde ist ja dafür da, damit wir auf ihr sind. Und nur auf der Erde können wir uns ja erleben und erfahren. Und aus Unbewusstheit um uns ist ja all das hier entstanden, ja, weil wir vergessen haben. Wirklich vergessen haben, wer wir sind und vergessen haben, welche Aufgabe wir uns gestellt haben und weshalb wir die Erde erschaffen haben. Ja, wir haben die Aufgabe, die größte Aufgabe vergessen und uns stattdessen hier eine Existenz erschaffen, die von Angst geprägt ist und aus dieser Angst heraus all das geschieht, was hier geschieht.
Wir haben vergessen, dass wir hier diese Erde haben, um uns kennenzulernen und nicht, um hier die Materie uns untertan zu machen, sondern wir sind hier, um uns kennenzulernen. Und in der Bibel, ich erwähne jetzt die Bibel mal, weil da steht, das, was hier geschehen ist auf der Erde mit uns, steht das als Metapher drin. Da steht ja der Fall aus dem Paradies. Und genau das ist geschehen in dem Augenblick, wo wir angefangen haben, all diese Dinge hier auf der Erde zu begehren und mehr haben zu wollen wie der andere. Indem wir angefangen haben, Grenzen auf dieser Erde zu ziehen und zu sagen, das gehört jetzt mir. Ja, ich weiß, da ist kein Gott, der straft. Wir bestrafen uns selber. Schau dich um, was wir hier machen. Ja, da ist kein Gott, der irgendjemanden bestraft. Und wenn du nicht in deiner inneren Kraft bist, ja, dann bestrafst du dich selber, indem du anfängst, dich zu verurteilen, dich zu kritisieren, dich nicht lieb haben zu können. Und über diese innere Kraft, die in dir ist, ja, hörst du auf, dich zu bestrafen, indem du anfängst, dich zu lieben. Hörst auf, diesen inneren Krieg mit dir zu führen. Und genau das, um dahin zu kommen, ist die Vergebung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn über die Vergebung, und da werde ich eventuell auch noch ein Webinar drüber machen, über die Vergebung kommt man hin zur Dankbarkeit. Wenn man vergeben kann, von Herzen, aus der Erkenntnis heraus, da ist niemand, der eine Schuld hat, kann man auch erkennen, dass all die Erfahrungen, die du gemacht hast, ganz wichtig für dich waren, damit du dich entwickeln kannst. Ja, damit du anfangen kannst, hinzusehen, ob das alles hier wirklich so richtig ist, wie das hier abläuft. Und um nochmal dahin zu kommen, aus diesem, über, in dies, aus diesem, zu diesem Punkt, wie wir aus dem Paradies gefallen sind, dass wir uns hier in Wirklichkeit erschaffen wollten. Dass es eben dadurch geschehen ist, dass wir vergessen haben, wer wir sind und angefangen haben, all diese Dinge hier zu begehren auf der Erde. Und indem wir angefangen haben, Besitztümer anzuhäufen und zu sagen, das gehört mir und wenn du das betrittst, dann ist das Mundraub oder ist das Diebstahl oder wenn du mir was wegnimmst, ist das Diebstahl, weil wir angefangen haben, etwas besitzen zu wollen. Und so hat sich diese Welt aus der Unbewusstheit heraus immer mehr so aufgebaut, wie sie jetzt ist. Und allein daran kann man erkennen, dass es hier überhaupt keine Schuld gibt, bei niemandem hier. Denn aus der Unbewusstheit heraus ist all das hier entstanden und haben sich auch die Wesen herausgebildet, die heute über uns bestimmen. Ja? Weil wir ihnen die Macht geben, das zu tun. Das heißt, auch diejenigen, die jetzt sich als Regierung darstellen oder uns sagen, was wir zu tun haben, auch ihnen ist das nicht klar, was sie da tun. Denn auch sie stehen unter dem Druck der Angst. Denn auch bei ihnen ist in der Regel jemand, der über ihnen steht und sie diktiert. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hier unsere Regierung. Genau. Das, was sich unsere Regierung nennt. Ja. Ihr müsst nicht glauben und Frau Merkel verurteilen für das, was sie tut. Was hier geschehen ist. Denn sie bekommen Vorschriften gemacht, wie das hier zu sein hat. Natürlich. Es ist aber nicht die Bequemlichkeit der Menschen, Dagmar, sondern es geschieht deswegen, weil man dir als Kind die Verantwortung abgenommen hat für dich. Indem man dir gesagt hat, was du zu tun hast, ohne dich zu fragen, ob du das möchtest.
Und so hat man dir die Entscheidungsgewalt weggenommen und die Verantwortung für dich. Und dir ein Leben etwas beigebracht, was dich völlig weg von Leben geführt hat. Doch, und alles, wie gesagt, weil keiner es besser weiß. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es wirklich nicht. Erst über die Bewusstwerdung wird einem das klar. Richtig. Und das geschieht überall, selbst an den höchsten Stellen, ja? Versucht immer jemand, die Verantwortung für etwas auf den anderen zu schieben. Richtig. Im Kleinen wie im Großen. Und innerhalb der Familie fängt es an. Da wird immer ein Schuldiger gesucht, ja, der für irgendetwas verantwortlich ist. Nur man selbst. Nee, ich habe doch gar mit damit zu tun. Das war der, ja. Und so wird immer gesucht, wird immer nach einem Schuldigen gesucht. Und damit man sich nicht verantwortlich fühlen muss. Doch Vergebung reinen Herzens bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Für sich. Und wieder die Entscheidungsgewalt für sich zurückzuholen. Denn auch von Herzen zu vergeben ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, für die man nichts erwarten darf. Die sich so schwer anfühlt. Weil du dir es so schwer machst. Alles, was sich schwer anfühlt, das macht man sich. Denn in Wirklichkeit ist es ganz leicht. Wenn man wirklich hinschaut, fällt es einem ganz, ganz leicht. Und es ist eben, auch die Vergebung ist eben, gehört eben zu diesem inneren Reifungsprozess. Und wenn man es noch nicht kann, ja, darf man sich auch dann nicht schuldig fühlen. Richtig, Dagmar. Was einem schwer vorkommt, da ist noch nicht alles erkannt und gelöst. Richtig. Da erfordert es eben noch weiter diesen Reifungsprozess mit sich zu machen. Ja. Doch eins ist sicher. Die Vergebung reinen Herzens, sie ist in euch. Ja. Ihr seid ein wundervolles, großes Wesen, das dieses in sich trägt. Richtig, Renate. Wenn es jetzt noch nicht funktioniert mit der Vergebung, weil einfach noch nicht die wirklich tiefen Selbsterkenntnisse da sind, ja, ist das gar nicht schlimm. Ihr müsst euch nicht schuldig fühlen oder traurig darüber sein. Vertraut eurem innersten Wesen, das ihr ja seid. Es wird kommen. Ganz sicher. Denn was so lange in euch aufgebaut wurde über diese Welt, das braucht auch einen Prozess, damit es sich wieder löst. Ja, natürlich, Vertrauen in sich selbst. Doch ich betone immer wieder, geht aus den Erwartungen heraus. Hört auf, euch etwas zu wünschen. Natürlich auch zu wünschen, dass ihr vergeben könnt. Es kommt dann, wenn die Reife da ist. Dann kommt es ganz von alleine. Da bin ich ganz sicher. Und deswegen habe ich angefangen, euch das mal so ein bisschen zu zeigen, woran ihr erkennen könnt, dass er niemand ist, der eine Schuld ist. Das sind so Ansätze, die ich euch jetzt gegeben habe, damit ihr das für euch mal anschauen könnt. Und es ist gar nicht leicht, wenn man statt mit dem Kopf oder mit dem Ego, kleinen Ego hinschaut, sondern wirklich mit dem Herzen. Und wenn man sich mit dem Herzen anschaut und sich anfängt zu beobachten, wie viele Sachen ihr macht, ohne dass ihr das wirklich wollt, sie geschehen einfach. Ja, da kommt nicht vorher, so das will ich jetzt machen, sondern ihr macht es einfach.
Und dann löst sich das immer mehr und mehr auf, wenn ihr erkennt, hey, da habe ich ja wieder vollkommen unbewusst gehandelt. Nächstes Mal passe ich besser auf mich. Es ist der längste, den man geht und doch der kürzeste. Denn es ist nur, denn du bist ja direkt da. Ja, du bist ja direkt da. Genau, Renate. Du wirst immer aufmerksamer, wenn du dich beobachtest und erkennst, oh, da habe ich schon wieder was gemacht, das ist mir gar nicht klar, wieso ich das mache. Und indem man sich immer wieder klar macht, so wie ich, was ich jetzt gerade getan habe, es ist einfach geschehen. Ich kann da gar nichts für. Und sich nicht dafür schuldig fühlt und auch nicht bei anderen eine Schuldzuweisungen macht, umso mehr näher kommt eben die Vergebung heran. Deswegen heißt es ja auch unter anderem, verurteile nicht, damit auch du nicht verurteilt wirst. Das gehört auch mit in den Vergebungsbereich hinein. Denn solange du verurteilst irgendetwas, kannst du nicht vergeben. Unmöglich ist das. Deswegen schaut auch euch genau an, in welchen Bereichen ihr euch noch verurteilt, wo ihr euch schuldig fühlt für etwas. Siehst du, Michaela? Da hast du es doch schon, weswegen Vergebung nicht stattfinden kann. Wenn du dich für etwas schuldig fühlst, ja, man muss sich doch nicht, wenn man was isst, schuldig fühlen. Ja? Siehst du, wie kann dann Vergebung sein? Du weißt doch, Michaela, um dich zu lieben und dir zu vergeben, brauchst du nicht abzunehmen. Und das hat sich jetzt auch noch gereimt. Um vergeben zu können, ist es ganz wichtig, ist ja der erste Schritt. Die Selbstliebe. Wenn die Selbstliebe da ist, kommt die Vergebung automatisch. Doch solange, wie du etwas an dir nicht lieben kannst und sei es dann inkonsequent beim Essen, kannst du dich nicht lieben und so findet auch keine Vergebung statt. Und sind es auch noch die kleinen, es können ganz kleine Teile sein. Vielleicht etwas, was euch noch gar nicht so 100% bewusst ist. Findet Vergebung nicht statt, wenn ihr euch für irgendetwas schlecht fühlt. Ja, nein, das ist nicht das Einzige, das weißt du. Das sind noch ein paar Sachen. Kleinigkeiten, ja. Wie geht das denn, Renate? Dass man sich schlecht fühlt, weil du dich schlecht fühlst? Wie geht das denn? Sowas kenne ich nicht. Wie geht das denn, sich schlecht fühlen, weil man sich schlecht, das ist, dass ich mich schlecht, dass du dich schlecht fühlst? Interessant. Dann ist es wichtig, wenn es dir nicht gut geht, hinzuschauen, wieso geht es mir nicht gut und nicht dich nicht schlecht fühlen, weil es dir schlecht geht. Dann ist irgendetwas geschehen, das dich
innerlich angerührt hat und dass du dich deswegen schlecht fühlst. Du verurteilst dich dafür, dass du dich schlecht fühlst, ja. Da hast du es schon wieder. Verurteilen ist eine Schuldzuweisung. Du fühlst dich schuldig, weil du dich schlecht fühlst. Das passt besser, ja. Sich schlecht fühlen, weil du dich schlecht fühlst, das passt irgendwie nicht so ganz. Du fühlst dich schuldig, weil du dich schlecht fühlst. Genau, alte Muster aus der Kindheit, Dagmar, stimmt. Ja. Das kann sogar bei Kindern vorkommen, also dass es als Kind vorgekommen ist, wenn zum Beispiel es dir nicht gut ging, körperlich, dass du nicht in die Schule konntest oder so und deine Eltern haben beide gearbeitet, kommt ja oft vor. Und dir ging es nicht gut und dass sogar eventuell ein Elternteil nach Hause, zu Hause bleiben musste, weil es dir nicht gut ging. Und deine Mutter oder dein Vater vielleicht ärgerlich darüber war oder irgendwas war. Da kann das auch herkommen, dass du dich schuldig fühlst, weil es dir schlecht geht. Genau, sag mal, da erwähnst du es ja sogar schon. Genau, das sagte ich ja eben. Denn man bekommt als Kind ständig gesagt, stell dich nicht so an. Ja, sei ein großes Kind oder ein großes Mädchen, ein großer Junge, das wird schon nicht so schlimm sein. Und wenn, dann fängt das eben an, dieses sich schuldig fühlen, wenn es einem nicht gut geht. Bei mir war das in der Kindheit etwas anders. Wenn es mir nicht gut ging, da wollte ich gar nicht, dass das jemand sieht, weil ich das nicht mochte, diese Aufmerksamkeit, die ich dann bekam. Das war da anders. Ja, weil ich bin ja im Heim aufgewachsen, die waren ja sowieso da. Und ich mochte diese Aufmerksamkeit nicht, die ich dann bekam. Da war es genau andersherum. Und natürlich in der Familie, in diesem kleineren Kreis, kann das eben, kommt das schon von daher, ja. Bei mir war das anders. Wenn es einem wirklich jemandem nicht gut ging, da wurde sich richtig drum gekümmert und das mochte ich nicht. Nee, bei mir war das genau andersherum. Ja, ich mochte diese Aufmerksamkeit nicht, die ich dann bekommen habe. Ja, und Renate, schau dir das mal an, wenn du dich schuldig fühlst, weil es dir schlecht geht. Schau mal, ob es aus der Kindheit kommt. Dass du dich deswegen verurteilst, weil du verurteilt wurdest als Kind, wenn es dir schlecht ging. Siehst du? Stimmt es? Ja? Hast es schon entdeckt? Wunderbar. Und es ist ja ganz klar. Wenn du dich für irgendetwas schuldig fühlst, kannst du dir nicht vergeben. Und jetzt hinzusehen, dass du dich schuldig fühlst, weil es dir schlecht geht, kommt aus der Kindheit, ist dieses Gefühl, das an dir ankonditioniert wurde. Wunderbar, Dagmar. Genau darum geht es. Wenn es dir nicht gut geht, körperlich, nehme es in Anspruch, dir Ruhe zu gönnen. Und glaube nicht, du musst trotzdem deinen Dienst erfüllen. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn ihr möchtet, werde ich, ich sehe gerade, es sind 5 Minuten vor 9, werde ich weiter. Vergebung reinen Herzens, es ist ja doch umfassender, wie er glaubt, ja, weiterfolgende Webinare machen, wo wir hier weiter drüber sprechen können.
ja, dass ich weiterfolgende Webinare mache. Genau, Dagmar. Ja, dass ich das so einmal im Monat Vergebung reinen Herzens mache und jeder kann dann dazukommen, wenn er möchte. Weil es sind wirklich gerade über die Vergebung, da so allgemein drüber zu reden, das ist einfach zu kurz. Und wir können da gerne weiter drüber reden, um das Ganze für euch auseinanderzunehmen. Und gerade, es ist wunderbar, dass es nicht so viele sind. Deswegen habe ich auch nicht so ein, wollte ich auch gar nicht, dass so viele da sind. Ja, weil es dann viel einfacher ist, auf die Einzelnen einzugehen. Nein, die Fragen sind ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Und ich finde es sehr, sehr gut, wenn Fragen gestellt werden. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Sehr viel Spaß. Es war schön, dass ihr da wart. Genau. Keine Fragen, keine Antworten. Richtig. Ja, es war wundervoll, dass ihr da wart. Und ich freue mich, ich mache das dann weiter, ein neues Webinar, auch wieder Vergebung reinen Herzens. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ja, dann können wir weitermachen und darüber reden. Genau, Dagmar, wir lernen voneinander. Und ich unterstütze euch sehr, sehr gerne dabei. Und in Liebe. Ja, dafür sind wir ja da. Füreinander da zu sein, miteinander zu lernen, zu wachsen und zu reifen. Für dich auch, Dagmar. Dagmar. Ja, von Herzen. Für euch alle. Ja. Dir auch, Maria. Ja. Marie, ja. Ne? Bis bald dann. Ja, bis bald. Ich danke dir auch, Dagmar. Von Herzen, dass du da warst. Aus tiefer Seele. Ein herzliches Danke an euch alle. Für euer Vertrauen. Für eure Liebe. Für all das, was wir sind. Tschüss.